Betrifft Ihr Breastensignalement. Stopp. Sie brauchen die künstliche Mutter. Stopp. Heute kommen, nicht morgen. Stopp. Aua Aplanalp. Der Herr Privatdozent Schöllkopf. Guten Tag, Untertag. Haben Sie mich
küsslich niedergestreckt? Nein. Das ist wahrscheinlich Heidelore gewesen. Die brandenburgische Schwester. Ich bin die Schwester Helga. Nenn mich einfach Helga. Denn es muss sich erst noch erweisen, ob ich dir eine Schwester sein kann. Ich bitte, so rasch wie möglich zu Auer Apernal vorgelassen zu werden für eine gründliche Untersuchung. Da gibt es vor der Hand nichts weiter zu untersuchen. Der Primarius hat dich bereits untersucht. Ich konnte doch, da ich schlief, gar nicht Stellung nehmen zu meinem Fall. Er weiß überhaupt nichts von der multiplen Anamnese und Katamnese, von den urologischen und dermatologischen Abklärungen. Das ist nicht die Prostata, keine Urethritis, nichts mit der Fertilität zu tun hat. Mein Gepäck besteht aus einer achtjährigen Krankheitsgeschichte. Von einem Tag auf den anderen durch einen elektrischen Schlag im Gemächte aus der Bahn geworfen und seither von Pontius zu Pilatus geweifelt. Vom Internisten, dem Urologen, vom Urologen, dem Dermatologen, von Dermatologen, dem Gruppentherapeuten, von Gruppentherapeuten, dem Daseinsanalytiker, von Daseinsanalytiker, wieder dem Internisten in die Schuhe geschoben. Keiner wollte begreiflicherweise den schwarzen Peter behalten. Mein Gepäck sind vor allem Depressionen. Bin erstarrt, so ein Zentralmassiv von Depressionen. Notfallmäßige Selbsteinlieferung in Göschen kommt mir vor wie die Fahrt einer durch die Nacht mit dem Gebirge zurasenden Leichenhalle mit plombierten Schauzellen. Genau darum werden die Patienten bei uns eingeschläft. Damit der Chef sie ansehen kann und nicht anhören muss. Was der Heilung im Weg steht, ist die Theorie, die sich jeder zurechtlegt. Das ist ja der Kardinalfehler der Schulmedizin, die anamnetische Instruktion. Man braucht sich nicht einmal auszuziehen und schon hat man eine Kurpackung Schmerzmittel und Psychopharmaka in der Hand. Wir von der Stollenklinik haben dich ausgezogen und die blonde Heidelore hat sich neben dich gelegt für den REM-Test. Was ist denn das, verdammt nochmal? Wie die geilen Weiber im Alten Testament hat sie dir beigelegen, in der Hoffnung, dass es während der Rapid Eye Movement Period zu einer gehirngesteuerten Minimalerektion käme. Aber nichts rührte sich. Und Dr. Auer Apernalp stellte die Diagnose: Das Muttermal bedeckt den ganzen Körper. Quatsch mit Soße, ich hab kein Muttermal und schon gar nicht. Aber du hast, während du untersucht worden bist und Heidelore deinen Zipfel in den Mund nahm, lateinisch geträumt. Nur die Mutter ist unzweifelhaft. Diese Ansicht sind wir von der Gotthardklinik nicht. Sonst hätte Auer Apernalp nicht die Stollentherapie und das epochale Konzept der künstlichen Mutter entwickelt. Nichts, mein lieber Sexualnöter, ist in deiner Biografie zweifelhafter als jene Frau, die dich in die Welt und auf den Nachttopf gesetzt hat. Daran werden wir arbeiten müssen. Belieben, Herr Privatdozent, ein Zäpfchen verpasst zu bekommen? Eine Kurpackung Buscopan gegen das Schwanzgrimmen. Willkommen im Göschenen! Der Ortsname leitet sich von Casa, Casina her und wurde anno 1290 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Gescheldun et turri in eise zitum. Solange Ihnen die Linienführung der Gotthardbahn im Reustal, im Dazio Grande und in der Viascina nicht vertraut ist, hat es keinen Sinn, in die Tiefe zu gehen. Doktor med au aplanalp, Primarius der Gotthard-Heilstollengesellschaft MBH empfiehlt Ihnen zur Akklimatisation an das Tunnel- und Heißluft-Emanatorium den gesamten Kanton Uri. Kaufen Sie ein SBB-Pedal-Abonnement!
Westfeld, Jaska. Und inhalieren Sie fleißig bei geöffnetem Fenster Tunnelozon TO3. Lassen Sie das Urige des Landes Uronien auf sich wirken. Wandern Sie in Kneipsandalen über den alten Saumpfad der Reuss entlang, durch die Sterne zur Stebenen Brücke. Und setzen Sie sich der Wasserfall-Ionisation aus. Die Verpflegung ist Ihre Sache. Im Bahnhofbuffet werden die Auerappenalpschen Diätviktualien abgegeben. Sollten wir Verpackungsmaterial von Medikamenten bei Ihnen auffinden? Und diese Weisung wird ebenso streng gehandhabt wie der Munitionsbefehl der Schweizer Armee. Sind Sie fristlos entlassen. Bisher, cum grano salis, hielten Sie es für Ihre Pflicht, dahin zu siechen und forderten das Recht auf Gesundheit. Sanitas, die Ausnahme. So wie der Tod der alles beherrschende General was und das Leben lediglich ein kurzer Prallbrille ist. Mensana sapecimus junius juvenalis in corpora sana. Und dieses Zitat wird von den Psychoanalytikern, den Maulärzten, ebenso falsch ausgedeutet wie von den Knochenschlossern. Denn tatsächlich hat Juvenal gerade jene getadelt, welche Geist und Körper auf die gleiche Stufe stellten. Und es wäre ihr in seinem Sinne zu proklamieren. Mens recumbalescens in sanatorio. Genesung findet man nur im Heilstallen der Auerappenalpschen Gotthard Klinik. Hört endlich auf mit dem Radau! Könnt ihr denn nicht ein wenig Rücksicht nehmen auf einen chronisch Schwerstbehinderten? Verzeihen Sie, Malefizenz, ein peinlicher Fauxpas in der Tat. Wünschen Malefizenz auf dem Zimmer zu speisen oder unten im Bahnhofbuffet? Natürlich gibt es auch noch die Frühstückspension Ürner Loch. Oder das Pöschle in Massen. Mein vollumfänglicher Name übrigens, Franziskus Fernandes Abgottsporn. Bitte höflichst. Sanitätssoldat Abgottsporn, Wienerli auftragen. Kreuz rein, Kopf hoch, Arsch raus und der Nächste. Was ist denn das für eine Schweinerei? Das ist die Vorspeise, Malefizenz, die Geste des Hauses. Es ist Usus, dass die Kurgäste von ihren eigenen Bediensten serviert werden. Wobei die Küche die strenge Weisung hat, sich an den Auerappenalpschen Diätplan zu halten. Was aber mit einem einmaligen Trinkgeld à fond perdu aus der Welt zu schaffen ist. Herr Dozent wollen doch nicht Rübchen schaben und den Magen mit Haferschleim verputzen. Iones cum perculatum Wirtschaft! Die Altherren einer schlagenden Studentenverbindung aus Luzern, die sich jährlich zum Balchenfraß im Bahnhofbuffet Göschenen zusammenfinden. Balchen, jungen Fällchen, gebacken, Meunier oder nach Zugeart. Dann geht's los! Was geht los? Hören Sie nur zu, Malefizenz, und spitzen Sie die Ohren. Sie kamen aus dem Lande Bayern, mit dem Hochbezeichen aus dem Bayern. Leute aus dem Raume
Aschebecke! Männer von der Insel Ceylon mit pariser Kasteiung. Meine Mutter hat mich genau beobachtet und mir alles erzählt. Als ein Nachbarsbub und ich hinter dem sogenannten Lusthäuschen die Turnhosen auf die Knöchel fallen ließen, um, wie jener Jean-Pierre wusste, in geheimbündlerischer Verschwörung zu ertasten, dass drei Körperstellen das Paradies auf Erden heißen. Bauchnabel, Po und das Mistkästchen. Nach dem Abendessen stellte mich die Mutter zur Rede. Was wir hier drin haben, was getrieben haben. Hitze schoss mir ins Gesicht. Ich versuchte mich zu verschlaufen. Wer? Wir. Du weißt genau, wer. Als wir raus mit der Sprache.
Jahre später, geehrte Schwester, rücke ich Halbwesen und Showfreak tatsächlich heraus mit der Sprache, mit Schlacke und Hut. Item, ich fordere die freie Mutterwahl. Es mag Sie erstaunen, Verheerende, dass ich das Kind, obwohl mir kein Glied fehlte, auch das eine nicht als abnormes Phänomen empfand, gerade weil ich kein Rumpf und Halbmensch war, sondern einen Unterleib hatte. Dennoch glaubte ich lange Jahre der Einzige auf der Welt zu sein, der lustvolle Spiele mit diesem verhexten Bettzipfel, der mit dem Feuerquirl Alleinunterhaltung trieb. Geschmiert werden musste diese Bodenschätze an Schuld und Angst. Was hatte ich zum gefesselten Bettmesser verurteilt, denn überhaupt verbrochen? Wer war die Nachfrau, die mich in meinen Träumen ihre Wurzel reich wurde? Nackt! Ich möchte nicht tot vorhin. Und siehe, uns wurde eine Heilandin geboren, Schwester Clara. Und von diesem Tag an war ich vollends zum Sexualverbrecher gestempelt. Denn was mir zwischen den Beinen baumelte, was die Flügelschwestern im Kinderheim immer hatten abschneiden wollten, fehlte bei ihnen. Genauer, mir ging ab, was sie adelte und zur Alleinerbin der Mutterliebe zum Klerizismus aufsteigen ließ, ein glatter, makelloser Unterleib. Der vereiterte Blinddarm der Sexualität war ihm von Geburts wegen schon wegoperiert. Ich besudelte Kreis. Aus ihnen floss. Dafür mündete der unersättliche Strom der kaptativen Mutterverbibelung in ihr schokoladenbraunes Gemüt. Das näher sie das Zerrwesen. Ihre Gesundheit verliert auf Kosten der Reinigung, ohne ihn auf Jahre hinaus verschmerzt war. Und dieses beginnende Würmzeitalter meiner Lumbar, ich habe den eigenen Krankenbett ihrer Mutter, nie mit deiner Frau zu schlafen, es sei denn mit der Nuptorientin in der unbefleckten Hochzeitsnacht. Abhörsporn! Auf, Alarm! Ans Klavier! Sind wir im Dienst und nicht wieder an einem Mädchenpensionat? Schlafmütze weg, Runzel, Holzknecht, Gummiwurst, Kellner! Maria zu lieben das bekannte Lied. 2, 3. Maria zu hassen ist allzeit mein Sinn. In Marter und Qualen ihr Ketzer ich bin. Mein Herz scheiß Maria verblutet an dir. In Schande und Häme, o teuflisch schwätzt ihr. So, mein lieber Franziskus Fernandes, dieser Choral wird neu ins Repertoire aufgenommen und an der Notenlinietafel arrangiert mit subversiven Harmonien, enharmonischen Traversen, Tritonus-Sequenzen. Der Tritonus, mein lieber Abgott Sporn, ist der Diabolus. In Musica, der Geist, der stets verneint, den hauen wir da rein. Los, spielen Sie. Introduktion in G-Dur mit Dominante. Da gibt es nicht viel zu manipulieren, aber im Zwischenteil gehen wir zuerst auf H-Moll 7. E
Moll. 7. Jubeln einen F. 9 unter. Und morgeln uns chromatisch im Abstieg über S. 7, D, 7, H, 7, E, 7, A-Moll zur Dominante durch. Stopp! Die wir aber zuerst mit Ass, 7 unterziehen. Um dann sensationelle Dissonantik einen dominanten Ton zu halbieren, das Atom zu spalten und mit einem Sprung von Tess plus 11 über C9 die D7-Erlösung gar nicht mehr anzustreben, sondern das Stück in F-Moll zu beenden. Haben Sie es? Ja, zu hassen ist allzeit mein Sinn. In Martern und Qualen, ihr Ketzer, ich bin. Mein Herz heißt Maria, verblutet an mir. In Schande und Hebe, oh teuflisch, sagen Sie dazu? Die Lore, ja, Geschwister, die, welche das Leben nach Wald.
will. Ich habe diese ganze Katze satt, verflixt und zugenäht. Jetzt kümmert euch mal um die Hacken. Dürfen wir mit Verlaub der brandenburgischen, wie sie ja genannt zu werden, belieben, etwas anbieten? Milch, Kaffee oder Kakao? Ach, Scheiß. Mensch, und dann Schnaps. Ein Clan oder sowas. Bitte, ab Gott Sport, kümmere dich gefälligst darum. Wir befinden uns mitten in einer Gesprächstherapie auf Ebene. Tja, du hast eine ganz schön in Fauste Prognose. Aber das mit dem Mordabur ist natürlich Quatsch. Das redet der Primarius allen ein, um sie bei der Strippe zu halten. Ich bin raus hier und wäre schon längst abgehauen, wenn ich wüsste, was anfangen. Yeah!
Ich brauche, ich muss, ich wünsche der vermeintlichen Herren der Schöpfung und in irgendeine Ecke gestellt werden als Schaufensterpuppe, Stiefelhexe, blonde Fee, Aphrodite, was weiß ich? Besorgt bis über die Ohren hinaus, da klotzt einer einen Tausender Lappen hin und meint, die ganze Frauenwelt sei ihm untertan. Dabei kenne ich keine weicheren Bananen als eure helvetozentrischen Pimmel. Hey, da haben sie's, Malefizent! Packt euch, Satansbrut! Raus aus der Fühle! Verlasst sofort meine Schädelstätte! Hier wird nicht herumpussiert! Foutelecon, ab durch die Mitte! Empfehlt euch französisch, bevor es blutige Nasen absetzt! Eine Feit, dieser erste Stollenkontakt. Kurerfolg gleich null. Der Schwesternkuss war ein Bruderkuss für sie. Ich war der Therapeut. Tatsächlich muss der Kranke zuerst den Arzt behandeln, bevor es der Sanifizienz überhaupt möglich ist, sich der Malefizienz anzunehmen. Weiß der Kuckuck, ob das letztlich noch zu einer Abart von Genesung oder nicht definitiv ins Irrenhaus führt. Gauner, Schubiake, Strauchdiebe, Schnapphenne, Falschmünzer! Jetzt noch die letzten Kräfte sammeln, um die Festung zu knacken. Dozierte an einer gemischten Abteilung für Kultur- und Militärwissenschaften. Und da schnappt auch der völlig Amilitarisierte mal einen Brocken auf. Deshalb kann ich Ihnen durch und durch autorisiert sagen, dass sich das älteste Festungswerk, das bis 1914 als das modernste der Welt galt, oberhalb des südlichen Tunnelausgangs bei Airole befindet und Fort Fondo in Moskau heißt.
Hinzu kamen Otto Bartola, Forthospiz, Furka für die Westfanke, Fortbühl mit den ersten drehbaren Panzertürmen zur Bestreichung der Schollen von Ürseren, Stöckli und Gütsch sowie Infanteriekasematten auf dem Valmont und am Oberalp. Umso verheerender diese im Zweiten Weltkrieg gigantesk armierte Gotthard-Fortifikation für uns. Aber man wird doch wohl einem schweren Fall von Unterleibsmigräne nicht sicherheitspolitische Hindernisse in den Weg zur Heilstollenklinik legen wollen. Zumal ich in der Ankunftsnacht bereits mitten im Berg gewesen sein soll. Man sieht nur, wie Hundsmiserabel Maleficent informiert sind über die gewissermaßen nicht kommunizierenden Gefahren von Verteidigungsanlage und Heilstätte. Maleficenz unterschätzen die Neuralgie jenes Punktes im Rahmen der eidgenössischen Dissuasionspolitik, an dem wir uns hic et nunc befinden. Wenn nun, wie das bei der Schwester Heidelore aus der Mark Brandenburg der Fall war, ein Mitglied des Heilstollenpersonals das innerbürgische Kurhaus für immer verlässt, wird das Portal, an dem diese Therapeutin den Nacht- und Notdienst versah, für immer verschlossen. Das heißt, zubetoniert und mit Eiszapfelelementen getarnt. Sie wollen damit sagen, Abgottschmann, wir könnten wieder von vorne beginnen und hätten uns den Zutritt zum Experiment mit der künstlichen Mutter im Alleingang gegen die Genie- und Festungstruppen der Schweizer Armee zu erstreiten. Wenn Sie wüssten, was für Kaliber er jetzt, da wird dies erörtern. Auf uns gerichtet sind absolut uneinnehmbar. Begründet war, schickten die Schlauberger dem Gehörnten einen räudigen Ziegenbock entgegen.
Es stellt sich nun die Frage, ob wir uns wirklich über die von Schneewächtern verbaute Brücke bis zum Rosendenkmal durchkämpfen wollen. Denn erstens hat die Speisewirtschaft Ürnerloch um diese Jahreszeit geschlossen und zweitens würden wir damit dem ideologischen Teufel den kleinen Finger reichen, was für einen Schweizer Omni-Patienten nicht gerade die beste Empfehlung im Hinblick auf ein Festungsgesuch bei Oberst im Generalstab Ritt sein dürfte. Wir müssen spurstreichs umkehren, Franziskus Fernandes, das Rosendenkmal vertagen. Ich halte die sibirische Kälte dieser sogenannten Wiege der Eidgenossenschaft. Man spreche ja wohl besser von einer gotischen Gletscherspalte. Nicht mehr aus! Her mit dem Flachmann. Ah, wenn auch nur geschener Prinz. Ab ins Biwak. Nicht so laut! Mutter Ineb nicht ist doch bereits um unser Wohl besorgt.
es getroffen. Denn heute ist Mehlsuppentag. Außerdem habe ich noch ein paar Bachforellen im Aquarium. Und ein Rindsfilet mit engstem Durchmesser, von dem ich Ihnen glatt 5 Zentimeter herunterschneide, wenn Sie es bezahlen können. Und dieser Mocken, verstehen Sie, wird nicht auf einem von Cervalo verpesteten Grill in ein bleiches Zebra verwandelt, sondern kommt in eine rauchende Gusseisenpfanne auf dem Gasröschung, bis er außen knusprig braun und dennoch innen saignant ist. Dazu dünsten wir in Zwiebeln Champignons vom Flierlener Merit an, geben etwas Schnittlauch und braune Butter dazu. Und das Ganze servieren wir mit einer Rösti aus frischen Kartoffelstäbchen. Denn im Bahnhof Büfe-Göschenen versteht man unter einer Rösti kein angebranntes Mousse, das aus den übrig gebliebenen Geschwelten zusammengekleistert wird. Und wie nennt sich die famose Kreation, Mutter Inetnit? Ganz einfach. Filet d'Homme-Stück. Der Dicke wegen. Der Hauptzweck meines Hierseins besteht nicht darin, Speck anzusetzen und sich als Vollpensionär von Ihnen bemuttern zu lassen. Ich habe ein Aufgebot von Auer ab Bananen und muss dringend in den Stollen, um mich der Therapie der künstlichen Mutter zu unterziehen. Seien Sie mir und gefälligst behilflich, dieses Göschener Kuhhandel endlich wahrzunehmen und die Medikamentenkriminalität der Schulärzte zu stoppen. Der Semi ist nur sauer, weil er heute Nachtschicht hat und die Weichenzungen enteisen muss. Aber da, die Narne Gamma, sie kann euch schon Bescheid geben bezüglich der künstlichen. Künstliche. Das ist die Sage vom Tititunsch, die man so oder so erzählen kann. Oberhalb von Abfrut im Quirscht haben 3 Mannspersonen, ein Zen, ein Hirte und ein Zubub eines Tages erklärt, es müsse ein Weibervolk her. Und haben aus Platzen einen Tititolk zusammengeküfert und haben das Zurimuzzi Maria getauft. Aus lauter Lotria haben sie ihr Niedelbrei ins Gesicht geschmiert und den Dolch als Gottesbild in den Herrgottswinkel gestellt. Auf Örnerisch! Mutter Gamma. Sehne Films für den Herrgott, die Tergottschroten üfeta. In der Nacht haben sie das Titi aus Stroh und dreckiger Limpen zu sich ins Nest genommen, ins Gelegen, und haben das Wüste mit den Treben.
mit der unbefleckten Mütter Gottes notabene. Ist das Titti lebig geworden? Immer mehr zu essen hat wollen und mit den Ältlern sogar hat anfangen jassen. Da hat einmal der Zusan, wo er ein paar Karten vom Boden hat müssen auflesen gesehen, dass es die Schaken von einem Geissbock unter dem Tisch hat. Aber die Torenbüben haben immer noch nicht gemerkt, dass sie es nicht mit der Maria, sondern mit dem Liebhaberigen als Schutz, Stossschlitten und Pippertinen mit einem feissen Käsefittel und umher grossen Milchschäppen zu tun haben. Und der Tunsch hat nicht genug können bekommen. Der hätte hier gesehen, am heiteren hellen Tag, zum Fickeln ins Nest kommt. Am Tag der Alpabfahrt hat er noch geholfen, das Fee zusammentreiben. Aber wo die Obersassen vom Gewiest mehr nicht, ihr nicht, noch Kismis, noch Leckmis davon haben wollen, hat sich der Tolk in seiner ganzen Gräse vor sie angestellt und gesagt, einer von euch muss da bleiben. Und vier! Sind sie dann besser schmiert, aber es hat keine Strüsschleife mehr gegeben. Und da haben sie dann losgezogen und es hat der Sam gereicht. Der Hirt und der Zübüb konnten gehen, aber sie haben sie nicht dürfen umdrehen. Sonst wurden sie wie einem Lot sein Wein zu einer Salzsäule erstarren. Dem Gott hat sie aber doch der Gewunder gestochen. Und sie haben zurückgeschaut, da haben sie gesehen, wie der Titti Tunsch die blütige Haut von dem Sand, die noch ganz warmig war und drum noch gerochen hat, samt Zipfel auf dem Hinterdach ausbreitet hat. Und zwar
der Polizeistunde. Zweimal läuten beim Eingang der Dienstwohnung. Die Tresenmietz hat noch jeden das Messer in der Tasche aufgehen lassen. Französisch und ohne Gummi. Schließlich hilft auch Christwurz und Stangensellerie dagegen. Und wenn sie erst den Kurvenhahn nicht aufschnürt und die Titten tanzen lässt, dann klingelt es, bevor man den Wecker gestellt hat. Mal bedeckt den ganzen Körper. Jetzt schlafen wir unseren Ballari aus und konzentrieren uns morgen auf die Unterredung mit Oberst im Generalstab gedient. Er muss ein Einsehen haben. Nationalmannschaft aufnehmen kann. Nicht einer irrationalen Magie des Hochgebirges verfallen und meinen, wer in diesen hochalpinen Katakomben sitze, beherrsche bereits die NATO. Was nur mein Einlass und Durchlassbegehren betrifft, denn ich will ja nur krankheitshalber passieren und nicht eindringen, darf ich daran erinnern, dass die Geheimhaltung nur desto besser funktioniert, je weniger man ein Tamtam um die Waffenplätze macht. Gewiss muss der Wehrmann größtes Verständnis aufbringen für den Dissuasionsauftrag der Armee im Rahmen der Sicherheitspolitik unseres Landes, auch für das Prinzip der Vermarschung unter den einzelnen Truppengattungen. Aber diese Abschreckungsphilosophie darf doch nicht so weit führen,
dass sie den chronisch Kranken zum in Fausten Dasein verdammt und daran hindert, ihn. Gott hat noch etwas anderes zu sehen und zu suchen als ein Synonym für Schweiz und schweizerischen Widerstand und Freiheitswillen. Wie so oft in der soldatischen Praxis kommt es zum Konflikt zwischen dem Kollektiv und dem Einzelnen. Und wenn nun dieser Einzelne, wie in meinem Fall, sein Heil nur noch in der vorübergehenden Eroberung der Alpen festigt, im Knacken der Panzerwand, in der punktuellen Zerstörung der Legende der Unbezwingbarkeit, der Wiege der Heilgenossenschaft sehen kann, ein Schwerstbehinderter obendrein, der ohne Mittelstreckenraketen antritt. Ja, nicht einmal über ein rostfreies Militärsackmesser verfügt. Darf man sich nicht hinter einer Präzedenzfall-Theorie verschanzen, sondern muss Menschlichkeit walten lassen. Was? Wenn ich mir dieses Postskriptum erlauben darf. Ist denn die noch so heroische Verteidigung eines nicht mehr lebenswerten Lebens, was die Fortifikation von Krankheit und Tod? Panzergefreiter Schöllkopf! Die Anrede, Herr Kamerad, ist im schriftlichen Verkehr nicht üblich. Unter Bezugnahme auf das Armeeleitbild 80, das Schweizerische Militärgesetzbuch und das Dienstreglement musste ich, persönliche Bedauern, zu einem negativen Bescheid kommen. Ich würde selbst dem Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements keinen Passierschein für das Fort Ridley erteilen, wenn dieser zum Beispiel auf die Idee käme, mit seinen engsten Angehörigen in einer Mannschaftskantine der Flankenbewährung Betzbergs in Wester feiern zu wollen. Und selbst wenn es panzergefreiter Schöpfer eine solche Stollenklinik im Gotthard-Inneren gäbe, dürften wir vom Platzkommando aus Rücksicht auf die staatliche Souveränität nicht mehr bitten. In der Hoffnung, dass sie bald auf der üblichen Dienstweg der schulischen Linderung von ihren Leiden etc. etc. gezeichnet, der Platzkommandant von Grafenhaus etc. 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 Abschottspon, Rapport aufs Bett. Gewiss doch. Schicken wir ein Telegramm an die Ursache, an General Stupiditätsoberskadiers des Inhalts. Und empört, aufgeriebene Schöllkopf, Hoffnungsbataillon erklärt Ihnen und Ihresgleichen den totalen Kriegsstopp. Fürchten Sie zu Recht die Unberechenbarkeit eines Verzweifelten. Die Operation Tannenbaum wäre ein Selbstmanöver gewesen, aber gegen den Todesstoß, den Sie von uns zu befürchten haben. Kopieren den Vorsteher des eidgenössischen Militärdepartements und spute nicht wenig, ein wenig, denn heute mitgepackt ist. Endgültig die Mobilmachung. Die Übung Heißstollen wird als Scheidung erklärt und abgebrochen. Aber Adjutant und Offizier. Schwur ist er im Krieg.
drei Teufelsnamen dreifach genettet, der drill dich Passepartout für sämtliche Festungswerke von Sargant bis Saint-Maurice. Es wäre doch gelacht, wenn der Streich, den der Hauptmann von Köpenick dem preußischen Militärstaat spielte, ausgerechnet in der Schweiz, wo die Uniform bekanntlich alle Türen öffnet, nicht zu wiederholen wäre. Zumal nicht anzunehmen ist, dass eine Gotthardwache Zuckmeier's Stück kennt. Dienst ist Dienst! Literatur, Literatur! Ein verdammter Sidian, dieser Franziskus Fernandes. Wo hat er bloß das Zeug her? Streng geheim, Herr Hauptmann. Adjutant Unteroffizier. Man hat so seine Beziehungen von Erstfeld bis Grafenort. Aber item, wenn Malefizenz so nicht reinkommt, heiß ich nicht der Till. Sie wollen uns heute verlassen, Herr Dozent? Tja, Frau Wirtin, wir knacken heute die Gotthardfestung, womit die dezemberliche Wartzeitzeit, der adventische Attentismus ein Holzhahn gefasst, längst ersehntes Ende hat. Herr Adjutant Unteroffizier, schwor wird zu sanitarischen Manövern im Heilstollen erwartet. Die Stationierung seiner Krankheit in Göschenen war gewissermaßen ein Kader vor Kurs. Nicht wahr, Malefizenz? Ich kann Sie nicht daran hindern, in die Mutter Erde zurückzukriechen, Herr Dozent. Die Schöllenen ist ja die Granitspalte der Helvetia. Aber es ist meine Pflicht als Frau, sie zu warnen. Mir jedenfalls ist keiner bekannt, der lebend aus dem Stollen gekommen wäre. Zumindest nicht auf der Alpen-Nordseite. Glück zu! Er möge sie unter sich begraben, der Helvetia-Berg.
Hexen, 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 Hex
Neuer in die Hagenschüsse. Hexen! Ihr aber fallen die Verdammen. Ihr auch verflucht das Tod. Was heißt das, Maleficenz? Ja. Ich weiß es selber nicht. Aber es war mit ureigenster Sprache gesprochen. Ich habe mich soeben als Privatdozent neu habilitiert, und zwar nicht an der Abteilung für Kultur- und Militärwissenschaften der Alma Mater Polytechnica Helvetius, sondern an der Universitas Mundi der Frauen für ein Studium Generale. Danke. Run. Sturmangriff vorauf. Was ist Ihr militärischer Auftrag? Verzeihung, Herr Adelant. Der Herr ist im Himmel. Gemäß Dienstreglement 80 heißt es nur noch Adjutant Unteroffizier. Verzeihung, Adjutant Unteroffizier. Nicht Sturmangriff, sondern Sturmabwehr. Nämlich eines Fallschirmregiments, welches Punkt 66, 697 Pers Boden geachtet ist, von Blau zu halten, den Achsegrafen Lord Köschenen in einem Blitzvorstoß ein Tunnelkopf-Burnermoch-Nordportal zu errichten versucht. Danke. Gruppe Wüttrich. Im Halbkreis daher. Kameraden, eine Frage. Wer hat dieses sogenannte Irrnerloch, quasi den Urtunnel der Schweiz, in das Felsengestell des Kilchbergs gesprengt? Qualitätsgefreit. Anno 1707 gelang es dem Locaneser Baumeister Pietro Moretini, jenen Felsenriegel mit einem 60 Meter langen Stollen aufzubrechen, um den bis dato die Zwernbrücke geführt hatte. Danke, Abgottspont, danke. Zweite Frage. Wie viele Reisende? Wie viel Gepäck in Tonnen? Und wie manches Stück Vieh beförderte die Furtka Oberalpbahn, welche heute auch die Schöllenbahn administrativ unterstellt ist? A. 1941. B. 10 Jahre später. Qualitätsgefreiter. 233.229 Personen, 537 Tonnen Gepäck, 4.161 Tiere im Kriegsjahr 1941, Schweizer Armee in höchster Alarmbereitschaft.
382.700 Personen, nur 499 Tonnen Gepäck, Postsäcke nicht mitgerechnet und 6.938 Kühe, Schafe, Gänsböcke etc. im Vorwirtschaftswunderjahr 1951. Ach, Wachtmeister! Heimatkunde und Tourismus ungenügend. Wie wollen Sie Ihren Abschnitt gegen ein rotes Fallschirmregiment verteidigen, wenn Sie von den beiden wichtigsten Disziplinen der Eidgenossenschaft, der historischen und der reiseverkehrlichen, keinen Schimmer haben? Hä? Ich werde nicht umhin kommen, ein Rapörtchen zu machen bei Oberst im Generalstab Gradient. Jetzt geben Sie uns Feuerschutz bis zum Festungseingang. Meine Damen und Herren, wir gelangen nun in den eigentlichen Therapiebereich. Bitte stellen Sie das Sprechen ein, weil es den Kreislauf belasten würde. Die Patienten verlassen ihren Waggon erst auf unser Kommando, und zwar an der Station, die ihnen zugewiesen wurde. Abspringen ist strengstens verboten. Es kann im Labyrinth des Heißluftemanatoriums zu Unfällen und Kollapserscheinungen führen. Wir fahren Sie krank ein und möchten Sie gesund herausbringen. Fertig. Na, endlich, Herr Dozent, wo sind Sie denn geblieben, Sakrilik? Mei, wir dachten schon, Sie seien irgendwo in der Schönen verschollen und wir müssten Sie per Rettungsflugwacht suchen lassen. Kommen Sie in die Umkleidekabine mit Ihnen. Na, sowas. Und einen Bademantel haben Sie auch nicht. Was ist das nur für eine Uniform? Nun aber, Dalli, Dalli, Herr Dozent, sind vorgemerkt für Liegewagen 3. Uroboros Höhle. Und in 2 Minuten geht der Zug. Kommen Sie, höchste Eisenbahn. Komm. Komm. Ah,
Akzent für alte und neue Innerlichkeit. Alles, was er aufschnappt, erinnert ihn an etwas. Nur nicht an die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Ich bin die Monika und das Hier ist nicht zum Anbeten. Das ist alles zum Erfassen. Fühl meinen Puls da. Mir leid, Schwester Monika, ich kann Ihre Schläge nicht zählen. Bei dem Getöse meiner Blutzirkulation. Man gibt ein wenig Mühe, der Doktor mit Faustus. Von Körper zu Körper fällst du pausenlos durch. Ja, verdammt nochmal! Ich krepiere vor Durst, ich halluziniere an einer Mixtur von Gletscherbächen, Zitronenhainen und Eisbergen herum. Könnte man nicht wenigstens die Gotthardheizung drosseln? Ich habe genug Personenozon KTO3 gekneipt. Zeichnet sich das Geschwader von Heilstollen, Sirenen auch noch durch mentalistische Fähigkeiten aus? Ja, weißt du, wir haben ein wenig in deinen Parlamakten gestöbert. Wenn mein Patient so schlimm dran ist, dass in der oberen Etage die Rotationsmaschinen auf Hochtouren laufen und Druckreifes ausspucken, während das Kellergeschoss in den Säulen hängt. Dafür hat die Gotthardklinik ein individuell auf den Patienten zugeschnittenes psychisches Röntgenerfahrbildet. Wir sind bereits im Bad. Wenn der Rumpfmensch wegen der Zwergsmisswillung angekrochen hat, ja, wir gehen sogar so weit und schon einen ungefähren Begriff von der Anamnese zu machen, die je nach Fall eher in Richtung Papamnese oder Mamamnese ausfällt. Wenn wir anschauen, geben wir Genesungsunternehmen mit bestem Heilerfolg sich um einen Patienten beschert. Das ist es ganz entscheidend für den Rehabilitationswillen des chronisch Geschädigten, dass er sich von der Medizin umwunden fühlt. Du wirst auch finanziell entschuldigt für deine Originalität und fresshafte Finde als Inhaber der Impotentia Irrigendi Wolfram. Wolfram? Huch, was für ein germanisch krankheitserregender Name. Klingt so nach Heldentod und nach Chemie. Wir werden dich umtaufen müssen. Überleg dir mal, was für ein rekonvaleszenten Pseudonym in Frage käme. Armando. Du die Augen.
Monika. Mit C geschrieben, wie Zirkus. De Farm, de Ferme, Glut heiß. Wir müssen die Eiszeit deiner Existenz mit einem autogenen Gletschertraining zum Schnurrstart. Hier übrigens fand auch die Eintrittsuntersuchung in deiner Einlieferungsnacht statt. Und es war diese Gletscherzunge, welche in Firna das Krieg die Diagnose stammelte. Das Muttermal bedeckt den ganzen Körper. Ein Monstrum wie du, eine Schufi-Kreuzung aus Rumpfmensch und Ischiopagen-Muttermissgeburt muss auf Anhieb mit einem erdgeschichtlich wie räumlich mehrdimensionalen Röntgenbild seiner Krypto-Psyche konfrontiert werden. Vernimm nun die Stimme des Gletschers.
gegen dich. Gesagt, Armando. Klipp und klar. Noste te ipsum glacie. Zu Deutsch. Räum deinen Frigidär aus. Hau ab auf die Südseite ins Tessin. Dahin ist noch ein weiter Weg, mein Lieber. Du hast heute erst deine Jungfernfahrt bestanden, unsere Mode Gleis, schwarzer Schiefer, Zipolin. Gott hat massiv mit Timber, Serpentin und Hornblendgesteinen. In dem Tessin Mode gibt es die Quarzin-Schiefer und Dolomit. Auf zur Urmutter und zum Oceanbohr, in den Tunnel brüstet die Seele. Was in 4 Dezennien verteufelt wurde, kann nicht alle hopp repariert werden. Abgesehen davon, dass sie ein Gewinn sind für die Heilstollengesellschaft, so leicht und rasch werden wir ihre nicht entraten wollen. Der Herr Dozent? Bitte höflichst, Frau Primarius.
nicht Herr Dozent. Ich will nicht in Lehre und Forschung zurück. Nennen Sie mich Armando. Was tut uns denn am meisten weh? Die Matrose sicher. Das Muttermal. Macula Matris. Nevus Araneus, der Spinnennevus. Wobei zu beachten ist, dass wir die Mutterentbehrung klar trennen müssen von der verseuchenden Mutterliebe. Die die Lumbus-Lähmungen produziert und den Nervus Penis angreift. Das Genitale ist aber nur der Schmerzempfänger. Wir müssen die Ursachen anpacken. Aus Ihrer Mammographie geht hervor, dass wir es mit dem komplexeren Befund der multiplen Matrose zu tun haben. Aus Ihren Akten sehen Sie das oberste Tablar, alles Schöllkopfsche Erstausgaben in Leiden gebunden. Entnehme ich, dass wir es mit 3 geologischen Frauenschichten zu tun haben. Zu unterst das Muttergestein, die petrifakte Dematernisation, dann die Schwester, von der Sie sagen, sie hätte ihren abgestutzten Bruder im Stich gelassen und verraten. Also die Duplizierung der bitteren Maria durch einen weiblichen Judas. Die Überlagerung des Matriarchats durch den Klerizismus. Zu schlimmer Letzt der Alma Mater-Verlust. Was nun die Therapie der künstlichen Mutter, der sie sich bereits unterzogen zu haben, glauben betrifft. Sie muss erst noch kreiert werden. Nur Sie, Schöllkopf, Ihr einmaliges Autorenkollektiv aus Körper und Seele konnte diese Krankheit erfinden und mittels spastischer Krämpfe beschreiben. Also sind Sie auch der Entdecker der auf Sie zugeschnittenen Therapie. Die ganze Schul- und Paramedizin ist sprachlos vor dem Esperanto Ihres Syndroms und zieht den Hut. Also, packen wir es an. Denken wir an das magische Weltbild der Elbler. Den goldenen Ring über Uri. Diese geschlossene Form, die einerseits das Numen band, andererseits durch den Frevel gesprengt werden kann, wie in den verschiedenen Sagen des Tititolks. Wenn also der Sprung von der Mutter zur Tochter, von der Tochter zur Schwester und von der Schwester wieder zur Mutter nur über den multiplen Inzest bewältigt werden kann, wird Ihnen begreiflich, warum wir die künstliche der natürlichen Schwester im Stollen vorziehen. Bitte schön. Ja, ich wüsste eine künstliche Schwester. Aber sie ist unerreichbar. Sie verkörpert genau den Typ, an dem ich Krebsgeborener, ich Krustazee, ein Leben lang gescheitert bin. Ein blondes Gretchen, der eine nordische Helena. Es geschrieben für you, Mr. Shelton. The downhill to the United Kingdom of Mother-in-Law. Getting
Das ist es auch! Göttinnen ungekannt. Aus dem tiefsten, aller tiefsten Grund. Bei seinem Schein wirst du die Mütter sehen, die einen sitzen, andere stehen und gehen, wie sie bekommt. Gestaltung, Umgestaltung des ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung umschwebt von Bildern aller Kreatur. Sie sehen dich nicht, denn Schemen sehen sie nur. Deine Wesen streben nieder, versinke stark. Die Mutterbrust, an der du schlummernd manches Mal mit deinen Lippen sogst, die süße Muttermilch. Kennst du deinen Text? So sprich! So sprich und handle. Ich zog dich groß, so lass mich altern auch mit dir. Mit mir wohnen, meines Vaters Mörderin. O Sohn, und scheust du deiner Mutter Flüche nicht? Die du mich gebarst, verstoßen hast du mich ins Weg. Es ist wahr, genauso weiß, genauso weiß. Verkauft war zweifachig des freien Vaters.
größte Kampfpreis, den ich je für dich empfing. Doch. Wo bleibt Elektra? Die Szene ist unvollständig. Wenn diese Furie in der weißen Toga, diese gorgonische Hetäre, eine der Mütter wär, fehlt mir doppelt, dreifach, zehnfach Elektra, vielmehr ihr Inbegriff, die Helena. Des Manns entbehren ist der Frau gar schwer, o Kind. Des Mannes Mühsal nähret, die da sitzt daheim. So willst, o Kind, du töten mich, die Mutter dein. Mitnichten ich, nein, du ermordest selbst dich selbst. Du, vor der Mutter grimmen Hunden, hüte dich. Des Mannes Mühsal stürmet auf dich, diesen Hund. Weh diesem Drachen, den ich geboren und genähret, nur allzu wahrer Seher war mein Traum. Du erschlugst ihn und ich musstest gleiches leiden jetzt. Ah! Armando, zur Szenenbesprechung. Sie haben jetzt, glauben wir, kapiert, dass es ohne Schwesterverankerung in der Realität nicht geht. Sie konnten die Fahrt zu den Müttern nicht bestehen, weil uns fehlt, was Faust 2 hervorbringt. Eine Helena. Dürfen wir, Armando, auf Ihre nordische Helena aus Hamburg, auf dieses hyperindizierte weibliche und schwesterliche Kurmittel noch länger verzichten? Sehr geehrte Frau Dom, haben wir die Auerappler-Nalsche Heilstollengesellschaft MBH mit beschränkten Heilsmöglichkeiten und Privatpatient Wolfram Schöllkopf als Krankengut unter dem Milieudecknamen Armando registriert ein Recht, an ihrem Wesen genesen zu wollen? Entschieden nein. Dessen ungeachtet bitten wir Sie in einer Art Liebesgesuch als nordische Helena die dringend notwendigen Paralipomena zu Faust 2 und zu Orestie mit hanseatischem Charme zu verkörpern. Im
Im sogenannten Heilstollen gibt es zwar Schwestern in Hülle und Fülle, mitunter sogar ohne Hüllen, doch keine, von der man prima vista sagen könnte, das ist sie. Es fragt sich nun, hochverehrte Frau Welt, ob Sie willens wären, einen Schöllkopfschen Genesungsanteilschein zu zeichnen. Nehmen Sie die Chance wahr, in diese einmalige Krankengeschichte einzugehen und Wolfram Schöllkopfers nordische Helena zur Seite zu stehen. Hochachtungsvoll. Ad infinitum. Etc. Ich habe einen schrecklichen Kohldampf, lieber Herr Schöllkopf. Können wir in diesem Adlerhorst irgendwo hin zum Business-Lunch gehen? Und ob, hochverehrte Frau Dom, sehr verehrte Frau Hoffnung aus Hamburg, bitte mir durch diesen etwas schäbigen Durchgang ins Buffet zu folgen. Hier unten gibt es ein Labyrinth von Sischstollen und Dierstollen. Sie machen sich... Gewiss doch, mit Verlaub. Herr Schöllkopf, was nun? Was nun? Ich möchte mit einem Gesuch an Sie gelangen, ob ungeachtet des Instanzenweges, ob Sie mir sein würden, was ich brauche, um davonzukommen. Im Rahmen der künstlichen Mutter, vergessen wir es. Ob Sie mir sein würden, was ich brauche, um davon zu kommen. Mein nordisches Schwesternherz, keine Fiebermuse, nein, eine Göttin der Gesundheit, die mich vorübergehend, inzestuöse Attacken brauchen Sie keinen zu fürchten, als Ihren kranken Bruder aus der Schweiz adoptieren würde, sozusagen mutatis mutandis, wenn Sie verstehen, was ich meine. Habe ich mein Lebtag nie ein schöneres Angebot bekommen. Heißt das, dass ich Sie gewonnen habe? Ja. Der Dom! Dagmar! Portrait Sister. Der Dom mit 4.454 Metern, der höchste Gipfel der Michabellhörner in den Walliser Alpen. Kein Schreckhorn, nicht Eider, welche Jungfrau. Hier, Zug kann jeden Moment in Göschenland eintreffen. Armando muss zurück in die Dampfküchen der Stollenholle. Sie dürfen nach Monte Carlo fahren, ein Superlativ an mediterranem Glamourfeuerwerk, die Hotelschluchten, das Casino, die Bucht mit den Yachten, der Straßenrennkurs, die Sante Voce-Kane, die Bahnhofs- und die Raskas-Kurve. Schöllkopf wird von ihrer Dartmarschen-Doppeltraktion mitgezogen, durch den Berg geschleppt. Ich muss Ihnen tüchtig die Leviten lesen. Gemäß Stollenbuch Paragraph 17 Absatz B ist Nachtleim im Kurgebiet strengstens untersagt. Wo bleibt hier herzliches Triumphgefühl? Wir haben die nordische Helena gewonnen. Alle Ost-West- und Nord-Süd-Konflikte der Schöllkopfschen multiplen Matrosen sind gelöst. Oh, Feenteich, Uhlenhorst, Fuhlsbüttel, Winterhude, Wandsbeck, Hammerbrook, Nordhelm. Ja, fragt sich nur, was wichtiger ist. Ob Sie davonkommen oder ob die Auerablanalpsche Heilstollengesellschaft überlebt. Ab sofort übernehme ich die Kontrolle über meine Therapie. Ich verbiete mir diesen Ton, Armando. Senator Hansen, wenn ich bitten darf. Ist nicht da.
im Göschener Bahnhofsbüffel angestrahlt hat, war nicht nur ein alsterblondes Nordlicht, nicht nur die Schwesterstadt Hamburg, es war meine Liebe, die deutsche Sprache in ihrer wärmsten Intonierung, verstehen Sie? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und ich bin auch mit diesem Genesungsstil nicht einverstanden. Aber tun Sie, was Sie für richtig halten. Die Geister der künstlichen Mutter haben wir schließlich gerufen. Nun müssen wir auch mit Ihnen fertig werden. Liebe Mitpatienten, oberste Ärzteschaft, Pulsschwestern, Kramper, Lokführer, Maschinisten, namens der Hansestadt Hamburg erkläre ich Freibier für alle, Schnäpse und Wittensprudel, Würstel und Haxen, was Küche und Keller hergeben für euch von Armando. Er primet uns mit Riesenschritten davon Richtung Tessin. Das Zauberwort, das den Gotthard seit je umfloh, der heißt doch nicht Endstation, sondern Transit. Sic transit gloria armonium. Deshalb erkläre ich, wir die Transidealisten sind das Heile. Die Gebirgspreußen das Krankengut. Mein Weg war der Gang zu den Müttern, der eure führt in andere Verliese, zu anderen Leuchttürmen. Doch habt immer vor Augen, raus aus dem Loch, zurück ins Leben, weg von den Ersatzgouvernanten und Psychotechnikern der Heilstollengesellschaft. Armando wird wilde Abreise halten für den Stollen in einer knallroten Alfetta Due Mila, welche bereits in der Garage von Airolo bestellt wird und mit den unablässigen Accessoires wie Sportfelgen ausgerüstet wird, Richtung Lugano Sud verlassen auf der Achse Hamburgo Milano. Noch Fragen? Armando, hast keinen Vergleich zu fürchten in deiner funkelnden Nagel neuen Neu. Alfetta 135 PS 185 Stundenkilometer Spitze! Velocità! Italianità! La Spazio grande di non verdonan die erste Schmerzluft überwunden! Tibia mala, tibia schina graben im San Gotthardo, der impotent Wolfram schellt. Wir haben ihn nicht hier, es sei ein Privatdozenten und Privatpatiententum. Auf 4.500 Uhren hochfahren im vierten, kurz vor der roten Skala, in den fünften Gang schalten. In Gotthard zu stoßen und von einer Stunde auf die andere schmerzfrei, Armando, freilich von der Art, wie es Spasmen und Koliken gibt, die sich auf der Höhe ihrer Meisterschaft für einen bestimmten Körper nicht mehr interessieren. Die Heimat,
Atlantikbrandung, mit ihr Rauschers, Azur, Türkis, Ultramarin. Und die Schlange zu umarmen. Amore, stark ist, aber nicht giftig. Amore, amore, brutta, brutta. Sprudelt aus unerschöpflichen Quellen, aus mir vor. Ich kann meine Geliebten alles zeigen, benennen. In ihrem Sonnenspiegel entzündet sich die Welt. Jetzt, jetzt, jetzt! Abends auf einer Bank. Ein neues Festival an Hausen zu Bäumen. Das Feuerwerk des Verkehrs und Verschönerung. Schleuderbrecher, Papa. Maschinengewerke, Knacker. Schleuderbrecher. Seelenhängen. Am Bordenkraken. Vom Verletzer. Vom Bordenkraken. Vom Bordenkraken. Vom Bordenkraken. Vom Bordenkraken. Vom Bordenkraken. Vom Bordenkraken. Wenn die Schmerzfreiheit nicht mehr zu ertragen sein sollte, nehmen wir uns ein Krankenzimmer mit Blick auf Montebre und San Salvatore. Wir telegrafieren der Schwester aus Hamburg, lassen Austern und Champagner auffahren, schließen die Tür ab, damit uns die Medizin nicht auch noch die letzten Stunden vermasselt. Zu gerne würden wir vom septemberlichen Balkon aus alle möglichen Suizidenten vor der Illusion warnen, ihre Verzweiflungstat ändere auch nur das Geringste am Lauf der Welt. Es gibt nichts Brutaleres als das Überleben. Die Trauergemeinde kümmert sich immer nur um das Motiv, nie um das Todesfaktum. Gegeben ist der Tod. Bitte finden Sie die Lebensursache heraus. Armando wird Ausschau halten nach einem geeigneten Standort im Vergnügungspark Swiss Miniature. Die Schweiz 25 Mal verkleinert. Was für eine Ruhestätte. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Grabplätzchen zwischen den Objekten 16 und 17? The Swiss National Circus Knie und Swiss Archives zu Spitz. Oder gefiel euch The Bridge between Filisur and Davos of the Russian Railway besser? Oder eine anreine Position zum House of Tribe? The Lake of Lucerne. Das Leben beginnt affirmativ, toi, 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 und endet mit dem dreifachen Terminato, Terminato, Terminato. Ihr dürft ein paar Sekunden staunen. Das ist alles.